Wer online und in sozialen Medien arbeitet, ist auf visuelle Elemente, auf Grafiken, auf Bilder angewiesen. Die Zeiten, in denen hierfür eigene Abteilungen benötigt wurden, die sind zumindest bei uns vorbei, denn es gibt Online-Tools, die hier eine sehr, sehr große Hilfe sein können. Und ich möchte eins vorstellen, das ich in meinem Arbeitsalltag nicht mehr missen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie andere Einrichtungen auch arbeiten wir mit einer Website, mit einer Facebook-Seite, einem YouTube-Kanal und mit einem Blog, wo wir unterschiedliche Inhalte aufbereiten und ja auch mit grafischen Elementen optisch ansprechender gestalten wollen. Und die Gestaltung dieser grafischen Elemente, die ist mittlerweile sehr, sehr schnell intuitiv mit einem Online-Tool möglich, nämlich mit Canva. Canva, wir schauen jetzt hier einfach mal in die Oberfläche rein, ist darauf angelegt, anhand von Vorlagen Grafiken zu erstellen. Vorlagen, das können sein ein Brief, ein Lebenslauf, ein Instagram-Post, ein Facebook-Beitrag, eine Kopfgrafik für eine Facebook-Event, für einen YouTube-Kanal, für alles Mögliche. Und vorneweg, es gibt Canva in verschiedenen Preiskategorien. Wir schauen uns mal die Preismodelle an. Es gibt einen kostenlosen Account, der aber sehr, sehr eingeschränkt ist. Ja, das heißt, bei Canva gibt es sehr, sehr viele Vorlagen, Fotos, Grafiken, die man eben auch nutzen kann für diese entsprechenden Werke, die man sich hier erstellt. Und sehr viele Vorlagen, aber auch einige Funktionen sind in der kostenlosen Variante nicht da. Es gibt eine Pro-Version und auch eine Enterprise-Version, aber für uns im Bildungsbereich oder auch im Non-Profit-Bereich sind noch zwei Informationen wichtig. Es gibt nämlich zum einen Canva für Education, das heißt extra für den Bildungsbereich, wobei hier eher Schulen, Kindertagesstätten, Kindergärten mit inkludiert sind, gibt es einen kostenfreien Account und es gibt Canva for Non-Profits, das heißt für Non-Profit-Organisationen, ein kostenloser Account mit den Pro-Features, die eigentlich im kostenpflichtigen Account mit dabei sind. Der Vorteil bei diesen Accounts ist nämlich auch, dass man hier Teams bilden kann mit mehreren Personen und somit auch mit mehreren Personen zusammen an einer Grafik arbeiten kann. Die Links hierfür stelle ich hier euch gerne nochmal in die Videobeschreibung, einfach mal mit Canva in Verbindung setzen. Ansonsten schauen wir uns hier die Startseite einfach mal an. Ich bin jetzt eingeloggt mit meinem Account. Ich habe jetzt hier den Navigationsbereich mit meinen Designs, die letzten Designs für mich freigegeben, meine Ordner, die ich mir anlegen kann, auch mein Papierkorb und habe jetzt verschiedene Vorlagen und kann Designs erstellen. Und ich sehe jetzt hier erstmal meine letzten Designs, die ich mir erstellt habe, verschiedene Präsentationen, Videos, Bilder oder Bildungsgrafiken und so weiter. Habe jetzt hier oben Vorlagen, die ich einfach nutzen kann. Das sind Inspirationen. Und ich gehe in der Regel so vor, dass ich auf Design erstellen klicke und dann erstmal überlege, was möchte ich überhaupt erstellen, was für ein Design möchte ich überhaupt machen. So heißt ein Facebook-Beitrag, ein Instagram-Post oder eine Social-Media-Grafik etc. sein. Denn jede Grafik hat ja auch eine unterschiedliche oder eine andere Auflösung von der Größe, also Breiten- und Höhenverhältnis. Und das muss ja auch alles stimmen. Das Schöne ist, das bietet uns Canva alles an. Das heißt, möchte ich jetzt zum Beispiel eine Facebook-Grafik erstellen, gebe ich jetzt hier einfach mal Facebook ein und dann bekomme ich jetzt hier verschiedene Vorschläge. Facebook-Beitrag, Event-Bild, Shop-Cover, Facebook-Story und so weiter. Immer auch gleich in der richtigen Auflösung und der richtigen Proportion. Das heißt, ich klicke dann hier auf Facebook-Beitrag und bekomme dann jetzt hier schon mal entsprechend die Vorlage in der richtigen Größe angezeigt. Ich habe jetzt Zugriff auf unterschiedliche Vorlagen, die ich nutzen kann. Die finde ich persönlich so, naja, also wenn man ein bisschen kreativ ist, ein bisschen auch weiß, was man möchte, kann man sich nach einer Einarbeitungszeit selbstverständlich, ich sag mal, schönere Grafiken bei Canva auch gestalten. Aber ansonsten, wenn man so eine Vorlage nutzen möchte, einfach draufklicken, schon wird sie übernommen und kann entsprechend auch bearbeitet werden. Aber wie gesagt, ich lösche jetzt hier mal kurz alles. Man kann auch einfach mit gedrückt gehaltener Maustaste verschiedene Elemente markieren und dann mit der Delete-Taste entfernen.
Kern von solchen Elementen, finde ich, sind immer Fotos. Ja, Fotos sind nämlich ansprechend und Fotos, das ist ja auch das, was, ich sage mal, die visuelle Aufmerksamkeit auch schafft. Und ich habe jetzt hier Zugriff auf verschiedene Fotos, die ich alle im Rahmen meiner Lizenz kostenlos dann auch nutzen darf. Das heißt, ich kann die Werke dann entsprechend auch online veröffentlichen. So, das heißt, ich suche mir jetzt hier erstmal ein Thema aus. Ich suche jetzt hier mal... Gib mal digital zum Beispiel ein und bekomme jetzt hier ganz viele Vorschläge, die ich jetzt hier einfach einsetzen kann, indem ich dann draufklicke und entsprechend verschiebe. So. Neben den Fotos habe ich aber auch die Möglichkeit, verschiedene Grafiken und andere Elemente hinzuzufügen. Das finde ich unter Elemente und gebe jetzt erstmal ein Thema ein, zum Beispiel Kontakt. Und habe jetzt die Wahl oben zwischen alle Fotos, Grafiken, Video, Audio. Und da ich ja eine Bilddatei erstellen möchte und eine Grafik suche, klicke ich auf Grafik und habe jetzt hier Zugriff auf unterschiedliche Vorlagen und Grafikelemente, die ich jetzt auch nutzen kann. Das heißt, ich finde jetzt zu dem Schwarz passt hier das Rot ganz gut von der Chatbubble, klicke ich drauf und kann ich jetzt hier einfügen. Jedes Grafikelement, jedes Element kann ich auch bis zu einem gewissen Grad bearbeiten. Ich habe hier oben in der Leiste zum einen die Farben, die ich verändern kann. Aber ich habe jetzt auch die Möglichkeit zuzuschneiden oder auch umzudrehen, wenn ich jetzt die Sprechblase spiegeln möchte und auch entsprechend bearbeiten möchte. Aber ich habe auch die Möglichkeit, Bilddateien und Videos oder auch Fotos und Grafiken von meiner Festplatte jetzt hier mit einzubauen. Ich habe jetzt hier auf meinem Desktop zum Beispiel jetzt ein Bild von mir und das ziehe ich mit gedrückt gehaltener Maustaste jetzt einfach mal in diesen Bereich mit rein und schon wird es eingefügt. Auch diese Bilddatei kann ich jetzt entsprechend bearbeiten, indem ich auf Bild bearbeiten klicke. Und dann habe ich jetzt hier einfach die Möglichkeit, ich lasse alle Anzeichen, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, ich kann auch weichzeichnen, eine Vignette hinzufügen. Also das sind so Grundfunktionen, die eigentlich ein Bildbearbeitungsprogramm bietet, kann ich jetzt hier auch auf das Foto anwenden. Genauso gut habe ich jetzt hier aber auch verschiedene Filter, die man aus Instagram zum Beispiel auch kennt, verschiedene vorgefertigte Effekte, die ich direkt anwenden kann. Etwas, was ich sehr gerne nutze und was ich eine ganz tolle Funktion finde, ist der Hintergrundentferner. Denn das kennen wir zum Beispiel, wenn wir, dafür haben wir mal Photoshop genutzt, Bilder sogenannt freistellen wollen. Das heißt, das Motiv vom Hintergrund trennen und wie gesagt, das Freistellen, dafür hat man vorher Photoshop benutzt und das klappt jetzt hier ganz gut mit einem Mausklick und jetzt kann ich mir das hier entsprechend auch nochmal anpassen. Vielleicht drehe ich doch nochmal die Sprechblase und kann das doch mal entsprechend dazu sortieren. So, ich kann aber auch jetzt nochmal Texte hinzufügen, indem ich hier einfach auf Text klicke und habe jetzt hier verschiedene Texteffekte und Vorlagen, die ich nutzen kann. Ich habe aber auch die Möglichkeit, einfach Überschrift, Zwischenüberschrift hinzuzufügen. Das mache ich jetzt mal. Ich begrüße euch, kann den Text entsprechend verändern, größer, kleiner machen, verschieben. Wenn ich den Text markiere, habe ich auch verschiedene Schriftarten, die ich hier nutzen kann. Schriftgrößen, Farben und so weiter. Wenn ich jetzt die Grafik erstellt habe und das, was ich gezeigt habe, das sind nur einige wenige Möglichkeiten von Canva. Also da lohnt es sich auch wirklich mal, zum Beispiel bei YouTube mal reinzuschauen. Da gibt es zahlreiche deutschsprachige Canva-Tutorials, die auch wirklich gut sind, wie man auch in Gruppen zum Beispiel Canva nutzen kann, auch als Arbeitsfläche mit Kursen, mit Klassen oder auch mit anderen Gruppen zusammen. Das ist wirklich empfehlenswert. Da werde ich auch ein paar YouTube-Kanäle auch unten in der Videobeschreibung auch nochmal empfehlen. Aber wenn ich jetzt alles gestaltet habe, geht es ja darum, die Bilddatei entsprechend zu exportieren, auf die Festplatte zu laden und dafür habe ich den Button Download
Und jetzt habe ich hier erstmal die Möglichkeit, das Dateiformat zu wählen, also eine PNG-Datei, eine JPEG-Datei, PDF oder auch PDF-Druck. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flyer gestalten möchte, dann kann ich hier auch ein direkt druckfertiges PDF erstellen mit den sogenannten Schnittmarken. Diejenigen, die schon mal ein PDF für eine Druckerei erstellt haben, die wissen, dass an der Seite immer so 3 mm, 2 mm, 3 mm Schnittmarken und Schnittrand auch hinzugefügt werden muss. Und das wird hier automatisch gemacht. Das heißt, ich habe dann hier direkt ein druckfertiges PDF, was ich dann direkt in die Haus- und Hofdruckerei meiner Wahl schicken kann. Ich kann aber auch einfach sagen, ja, als SVG, als GIF-Datei oder eben auch als PNG, was das empfehlenswerte Dateiformat für Online-Medien einfach ist. Ich kann sagen, transparenter Hintergrund. Bei einem transparenten Hintergrund wird das, was im Hintergrund weiß ist, entfernt. Das ist vielleicht ganz gut, wenn ich ein Logo gestalten möchte oder einen Schriftzug, dann kann ich den Schriftzug hier einfach reinsetzen, exportiere das mit einem transparenten Hintergrund und wenn ich das nachher in eine andere Grafik reinsetze, dann habe ich keinen weißen Hintergrund, sondern wie gesagt einfach einen transparenten Hintergrund. Dateien komprimieren und klicke ich nachher auf Download und schon wird die Datei entsprechend dann auf meine Festplatte gespeichert. Wie gesagt, das sind erstmal ganz wenige Funktionen von Canva und es empfiehlt sich da wirklich, wenn man da Interesse hat, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und sich da auch reinzuarbeiten. Denn letztendlich ist das wirklich ein Tool, was ganz viel Arbeit abnimmt, was Arbeitsprozesse und Abläufe auch enorm beschleunigt. Wenn es jetzt eine Funktion gibt, die ich vergessen habe oder wo du sagst, das ist deine Lieblingsfunktion bei Canva, dann schreib das bitte in die Kommentare. Ich lerne hier auch immer sehr, sehr gerne, vor allen Dingen auch von den versierten Zuschauerinnen und Zuschauern. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und ja, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.